Und damit, hier, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Donkey Kong Country Returns. Ganz genau, ich hoffe, ihr wisst alle Bescheid, wo wir uns befinden. Wir sind hier mit Super White Action Diddy. Ich habe noch keinen Namen für den. Wenn ihr einen coolen Namen für den habt, schreibt den gerne mal in die Kommentare. Vielleicht werde ich ihn dann in den nächsten 20 Folgen irgendwann mal sagen. Oh, hier ist schon das K. Das ist ja voll geschenkt. Oh nein, ist das so ein Level? Oh Gott, Fässer schießen, ist, bin ich Profi drin. Habe ich damals 1862 studiert, als ich noch alt war. Damals, ich weiß das noch. Bananen nehme ich natürlich mit. Cringe, wer keine Bananen mitnimmt. Was haben wir hier? Lol, ich wollte gerade sagen, gibt es in so kleinen Dingern überhaupt Puzzleteile? Hm, maybe schon. Guys. Damn! Okay. Wenn ihr wie immer nichts hiervon verpassen wollt, Guys, lasst auf jeden Fall das schönste Abo da, was ihr heute da lassen könnt. Würde mich wie immer mega freuen. Oh mein Gott, wer ist er denn? Hallo? Shazam. Genau, und ein Like freut mich immer, wenn euch die Folge gefällt. Dann weiß ich, ihr wollt mehr Schmonkey Kong. Und ihr wollt auch mehr Boni. Das ist schön. Juhu! Was ist das denn? Na, okay, man kann zweimal, aber kein drittes Mal. Ey, jetzt mal, no joke, okay? Die Boni hier sind auf jeden Fall viel schwerer als in Freeze. Also, da liegen ja, also, Kilometer dazwischen. Ne, okay, ich dachte, er könnte runterspringen, aber er kann gar nichts. Was sind das eigentlich für, also gerade diese roten, sind die anders? Ist das, weiß ich nicht. Kann ja sein. Man weiß es nicht. Jumpen wir doch erstmal von Flower zu Flower. Flower ist Englisch, heißt Blume, für die, die das nicht wissen. Ich brauche dringend einen Psychiater. Shazam? Richtig, Shazam. Let's go. Oh, die werden doch gespeichert. Ich konnte mich noch an irgendwie was erinnern, dass es nicht gespeichert wird. Gut, vielleicht, weil auf dem Emulator anders gespeichert wird als auf einer Wii. Ich speichere das Ganze nämlich manuell in einer Datei ab. Und lass das Spiel nicht von alleine speichern. Dem traue ich nicht. Da oben sind Bananen. Let's go. I called it. Ich glaube, die Schwierigkeit ist hier eher, das Fass zu treffen, als das... Oh no. Oh no. Oh damn. Oh damn. Es geht los. Okay, wir sind voll konzentriert, Guys. Wir pusten. Und wir kriegen Bananen. Stellt euch vor, ihr geht an eine Blume, pustet und es kommt eine Banane raus. Was ist das für eine skurrile, witzige Vorstellung? Jetzt mal for real. Shazam. Boom. Nochmal. Okay, wir haben einen Drachen besiegt. Als ob hier schon das Ziel ist. Das Level war ja todeskurz. Damit habe ich nicht gerechnet. Und natürlich, Meister, wie wir sind, alle Buchstaben mitgenommen. Ich würde ganz gerne continuen. Das lieb. Hat es gerade gelaggt? Kommen wir zu Mario. Ich meine, Crazy Card. Boah, der war so unlustig. Kommt, ihr habt es gefühlt, okay? Jeder, der es gefühlt hat, lass mal. Schreibt mal in die Kommentare. Der Witz war gut. Okay, da ist ein Puzzleteil. Also für euch da. Aber da ist ein Puzzleteil. I can see that. Und das ist auch Todesgeschenk. Da stand Card. Und Guys, wir alle wissen, was Card bei Donkey Kong heißt. Genau, das heißt, wir retten jetzt Mario und Luigi, machen einen Card-Race, um Bowser zu bekämpfen. Das Ding ist, ich kann mich, wie gesagt, an keine der Level wirklich erinnern. Deswegen wird das umso interessanter. Das sieht für mich aber jetzt nicht nach einem Minecart-Level aus. I mean... Nee, jetzt ein Bonus? Ich mag die Boni nicht. Die sind mir zu schwer. Okay, der sieht. Ich nenn's jetzt mal vorsichtig easy aus. Boah, die Zeit fühle ich aber gerade gar nicht. Mach doch schneller jetzt. Kann ich da stehen? Ja. Was ist... Warum? Warum kann ich nicht einfach langsam machen? Gut, die Zeit war auch knapp, aber trotzdem.
Haben wir überhaupt schon einen Bonus jemals geschafft? Weiß es nicht, wir sind in der zweiten Folge. Okay, ist nichts. Hätte ja sein können. Das sieht so aus, als würde es einbrechen. Tut es auch. So. Ah, guck mal, wer recht hatte. Let's go, das erste Minecraft-Level. Guys, für die, die Minecraft-Level nicht kennen. Es ist Flappy Bird mit Gravitation. Warte, Flappy Bird hat sowieso Gravitation. Es ist halt Geometry Dash. Gibt's das überhaupt noch da? Wir haben doch zwei Leben, oder nicht? Okay. Let's go, damit auch das K eingesammelt. Das heißt, wenn ich das richtig sehe, wir sind bei jedem Treffer instant tot? Ich glaube, hier gibt's was, ja. Das ist viel zu schwer. Nintendo, Retro Studios, was habt ihr euch dabei gedacht? Ich bin so scared. Damn, ich bin so scared. Ja, woher soll ich das wissen? Ey, hier ein Gegner, ich heule einfach. Woher soll man das denn wissen? Oh mein Gott. Alles klar. What the hell? So, die 2 Meter, die schaffen wir jetzt aber auch noch ohne Katz zu fahren. Er springt manchmal einfach zu wenig. Hä? Wir müssen nochmal appreciaten, Guys. Wir sind in der ersten Welt. Ich weiß jetzt, wie... Ich weiß jetzt wieder, warum ich das so schwer in Erinnerung habe. For real jetzt? Das finde ich halt wack, dass du einen perfekten Run haben musst. Oh, come on. Aber immerhin konnte ich jetzt das, den Buchstaben, ich weiß nicht, welcher es war, konnte ich noch einsammeln. Und hier müssen wir springen. Damn. Checkpoint, bitte, hallo. Ey. Nintendo, ihr seid solche Affen. Das ist lustig, wisst ihr wieso? Weil das ist Donkey Kong. Nintendo, ihr habt solche Störungen. Ich bin mega gehypt. Es wird schwer. Oh, damn. 13, okay. Das war überhaupt nicht schwer. Aber ich habe unterwegs den einen Ballon mitgenommen. Das war auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Das, also war nicht wichtig. Wir haben 20 verloren. Aber trotzdem. Damn, wir reden da nicht drüber. Das war gar keine gute Performance. Und Guys, das ist halt immer noch die erste Welt. Wir haben alle keinen G-Buchstaben, damit auch das K-Level. Und für die, die mich kennen, die wissen, die K-Level machen wir nicht, weil sie sind die absolute abgrundtiefe Hölle. Ich bin mir sicher, das erste K-Level ist schwerer als der Endboss. Das ist aber nur so eine Vermutung, deswegen machen wir jetzt weiter mit dem ersten Boss der ersten Welt. Und ich soll aufhören, so schnell zu reden. Wahrscheinlich haben die Esen meistens schon aufgehört zuzuhören. Okay, machen wir weiter. Was? Ich bin maximal scared. Ich bin maximal scared. Johuhu! Daher kommt das Johuhu. Oh nein. Es ist Bossfight-Time. Habe ich komplett vergessen. Ey, die Cutscene sieht in 4K aber sowas von cool aus. Der hat Stacheln auf dem Rücken. Jetzt aber nicht mehr. Ich kenne keine Speedrun-Strats. Ich habe legit keine Ahnung von diesem Bosskampf. Was? No Ray. Down, down, down. Nächste Phase. Drei Treffer, wir haben es verstanden. Boy! Na klar! Finden wir lustig. Ich habe noch 2 Leben. Ich habe gar keinen Bock mehr auf dieses Let's Play. Was macht der? Ja, alles klar. Können wir appreciaten, dass der sehr freundliche Typ danach noch eine Phase hat?
Oh, damn. Das wird hart. Okay. Jetzt macht er seine Ultrasprungattacke wieder. Okay, wir können ihn da aber noch nicht treffen. Es sieht aber sehr gut aus. Damn, letzte Phase jetzt. Komm, komm. Er wird rot, boah. Ey, jetzt sieht er echt krass bedrohlich aus. Er ist auch sehr fest. Gib mir ein bisschen Final Boss Vibes von Bubble Freeze. Hier habe ich gelernt, können wir nur damagen, wenn wir von hinten auf ihn drauf springen. Jetzt macht er wieder seine Jump Attack. Wir hätten ihn nochmal treffen können. Wir hätten ihn finishen können. Ich bin so lost. Damn! Let's go! Haben wir einmal Damage genommen überhaupt? Hab ich Damage das second tried? For real? Ich bin so ein krasser Typ. Jeder, der jetzt kein Abo da lässt, kriegt einen Perma-Band für immer. Mann, bin ich gut. Was passiert? Es geht noch weiter? Was muss ich machen? Attacke. Damn, da zünden wir ihn so weit aus dem Leben, dass er keine Chance mehr hat, zurückzukommen. Let's go. Ich bin zufrieden, hä? Wir haben da ja überperformt beim zweiten Versuch. Krass, krass. Ich bin schon stolz auf mich, okay? Lasst mich. Darauf erstmal einen Schluck nicht näher genannte Markencola. Und wir kommen zur nächsten Welt. Der Strand. Poppin' Planks heißt das erste Level. Und ich bin mega gehypt weiterzumachen, weil ich so... Das gibt mir so keine Ahnung. Das ist das Gefühl, was ich habe, wenn ich in Elden Ring einen Boss besiege. Und ich habe es gerade auch noch Damages gemacht. Keine Ahnung, es hat zu diesen... Leute, die Souls-Veteranen sind und so, die hauen mich jetzt. Aber dieser Lernprozess jetzt, diesen Boss zu meistern beim zweiten Versuch schon, ist nicht so krass jetzt wie bei Souls-Games. Aber ich fühle mich trotzdem sehr krass gerade, dass ich den beim zweiten Versuch geschafft habe. Damn, hier sind Krabben. An der Stelle nochmal RIP Jürgen Kluckert. Ey, ich weiß nicht wieso, das hat mich so emotional mitgenommen. Ich weiß nicht mal wieso. Ich weiß wirklich, ich kannte den ja nicht. Ich kannte seinen Stimme, aber das hat mich so emotional mitgenommen. Für die, die es nicht wissen, Jürgen Kluckert ist der Sprecher von Benjamin Blümchen und Mr. Krabs. Und der ist eben heute vor einer Woche oder zwei verstorben. Und das hat mich emotional so mitgenommen. Das war richtig krass. Reden wir nicht weiter drüber, bevor die Stimmung sinkt. Einfach ein Wal im Hintergrund. Hintergründe in Donkey Kong sind auch so episch. Also wenn ihr die Chance habt, gerade wenn ihr ein Let's Play schaut, ja, bei Donkey Kong immer mal wieder in den Hintergrund schauen, weil es gibt so viele schöne Sachen, die man dort sieht. Zum Beispiel ein Schiff, in das wir sogar reinfliegen. Das ist aber wieder ein Bonus. Hallo? Oh, muss ich die jetzt von der Seite um... Okay. Get it. Get it. Der Point war, wenn man auf sie draufsteht, machen sie die Krallen nach oben und nicht mehr zur Seite. Und dann kann man die umrollen. Ja, das war jetzt nicht das Schwerste auf jeden Fall. Aber innovativ. Im Vergleich zu Freeze, auf jeden Fall. In Freeze musste man nur Bananen einsammeln. Hier gibt es jetzt sogar schon mehr. Und da kommen sie auch schon. Genau so und dann von der Seite. Nennen sie sich um, bitte. Dankeschön. Was gibt's hier? Puzzleteil. Hier brauchen wir das sogar. Oh, hallo. Oh nein, wir müssen irgendwas richtig schnell einsammeln jetzt. Was für ein Puzzleteil. Sammeln wir alle Puzzleteile? Nein. Was? Wie soll das so schnell? Ja, laber nicht. Laber nicht. Wie soll das denn so schnell gehen? Ich glaube, in dem Teil konnten wir nicht schwimmen. Und das sollten wir ganz dringend auch... Bam. Das sollten wir auf jeden Fall ganz dringend berücksichtigen. Dass das hier nicht geht, weil ich glaube, wir sind dann tot. Das heißt aber, es gibt keine Unterwasserlevel. Und das ist schon auch schade. Weil die Unterwasserlevel sind eines der Dinge, die ich am meisten gefühlt habe. Ah. Smashen. Ganz genau. Okay, es ist ein entspanntes Level. Gefällt mir. Gefällt mir. Man muss auch mal die Entspannung genießen. Wowie. Let's go. Nächste Kiste. Was gibt's drin? Puzzleteil.
An die Kanone kann ich mich erinnern. Ja. Ja, ich konnte mich dran erinnern. Die war cool. Die habe ich mehr als nur einmal gezündet. Da bin ich teilweise in dieses Level rein, nur wegen der Kanone. Oder vielleicht gibt es ja auch noch in einem anderen Level. Ich weiß nicht, aber die Kanone habe ich sehr häufig gezündet. Es wiederholt sich, okay. Bam. 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 Zweimal können wir, das wissen wir. Das ist ein Bonus, den wir gemeistert haben. Wir sind auch der Auserwählte, ja. Kollegen nennen mich auch Anakin, the Sky Stormer. Wegen Storm, ihr wisst schon, das ist lustig. Lacht jetzt einfach, Mann. Die Haie gibt's auch hier, das finde ich cool. Und der Hintergrund sieht so schön aus. Was haben wir bei Mario? Bei Mario haben wir Steine, Pyramiden. Oh, da sind Stacheln. Oder ein Schloss. Hier haben wir einen komplett individuell designten Background. Und das finde ich mega nice. Das ist diese Donkey Kong Essenz, von der immer alle reden. No! Das war der erste Treffer, oder? Damn, ihr müsst bedenken, das ist ein Jump'n'Run. Das heißt, wenn wir runterfallen, sind wir tot. Ich habe gerade so ziemlich das Konzept Jump'n'Run beschrieben. Wir sind so tot. Oh, einfach Tigerhaie heißen diese. Wenn die nicht so heißen, bitte haut mich nicht. Nein, warum ist er nicht gerollt? Ich hab doch Rollen gedrückt. Schade. Ein Herz, das brauche ich nicht. Ich brauche ein Fass, bitte. Da ist das Ziel. Ja, let's go. Das hat eine ganze Weile gedauert jetzt. Ich bin aber zufrieden. Wir haben alles in dem Level. Wir sind aber auch einfach wahre Profis. Wirklich, muss man an der Stelle ganz, ganz ehrlich mal sagen. So. Und beim nächsten Mal geht's bei Sloppy Sands weiter. Schau ich für das Video noch an. Da gibt es einfach das neue Mario Bros. Wonder schon gedemaked in einem DS-mäßigen Teil. Mario Flashback. Checkt das auf jeden Fall aus. Wird geistkrank. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.